Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und zwar, heute machen wir einen Temo-Mix. Ihr scheint die Temo-Mix-Videos zu lieben. Ich finde sie auch ganz lustig, weil da kann ich so ein bisschen durchgemischt alles bestellen, was mir gefällt und was spannend aussieht. Und das habe ich auch wieder in diesem Video gemacht. Und ich hoffe, euch gefällt das Video. Ich hoffe, euch geht es wunderbar gut. Gerne ein Abo dalassen und auch vielleicht einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Aber ich würde sagen, wir legen los. Und zwar, ich habe hier meinen kleinen Berg gebaut, was ich alles bestellt habe. Und das Erste, was mir jetzt gerade, was mich gerade anlächelt, ist, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, eine Sonnenbrille. Korrekt, eine Sonnenbrille habe ich mir. Ich habe ja auch einen Sonnenbrillen-Haul gemacht, den natürlich auch gerne anschauen. Aber die fand ich so hübsch, wie ich die gesehen habe. Und habe mir gedacht, die muss ich kaufen. Da seht ihr, wie sie aussieht. Die hat eben so Bienen, so ein bisschen, ich glaube, das ist so Gucci-Nachmache. Aber ich fand die irgendwie cool. Und was sagen wir? Sie sind wieder mal sehr, sehr groß. Das war auch ein bisschen so mein Kritikpunkt in dem Sonnenbrillenvideo, dass ich finde, dass sie ziemlich groß sind. Aber sind doch ein bisschen so Boss-mäßig. Aber ich finde sie definitiv süß. Und ich bin brav. Ich kann es euch sagen, ich bin fleißig am Sonnenbrillen verwenden. Ich habe noch nicht alle natürlich verwendet. Aber ich habe jetzt schon so 3, 4 durch eigentlich regelmäßig verwenden. Also wenn natürlich Sonne da ist. Und die gefallen mir super, super gut. Also ich muss sagen, ja. Dann etwas, oh, ich sehe es schon. Oh Leute. Da bin ich ein bisschen, das sah so irgendwie süß und lustig aus, dass ich mir das bestellt habe. Und zwar ist das ein T-Shirt mit einer Grumpy-Katze oben. Und einem Kaffeebecher. Ist das nicht total süß? Ich bin da voll verliebt geworden, wie ich das gesehen habe, weil ich das wirklich, wirklich süß finde. Ich glaube, ich werde es ein bisschen mehr als Schlaf-Zuhause-T-Shirt benutzen. Also ich weiß jetzt nicht, in die Arbeit werde ich jetzt nicht direkt damit gehen. Aber ich finde es zu Hause Kuschel-T-Shirt und so finde ich es total süß, muss ich sagen. Ist wirklich ein echt süßes T-Shirt. Und ja, da gibt es ja auch Tassen und so. Ich habe ja da auch eine Tasse, glaube ich, davon mal gekauft. Müsst ihr meine Temo-Videos durchschauen. Aber ich finde, ich finde es total süß. Total süß, muss ich sagen. Ja. Dann kommen wir. Ich habe zwei technische Geräte gekauft. Und zwar ist das Super Micro Bubble Beauty Instrument. Und zwar, das ist für die Poren gedacht. Ich habe momentan wieder ein bisschen Probleme mit meiner Haut. Ich glaube, das ist auch immer ein bisschen stressbedingt und, glaube ich, auch hormonell. Aber grundsätzlich habe ich sogar ein Beauty-Tool. Nur da ist das Problem, dieses Beauty-Tool gibt es nicht mehr. Und diese Aufsätze sollte man regelmäßig wechseln. Und die kann man jetzt nicht mehr nachkaufen. Und deshalb verwende ich es jetzt nicht mehr wirklich regelmäßig. Weil ich glaube, ich habe nur noch 2 oder so Aufsätze und dann weiß ich nicht, was ich mit dem Teil machen soll. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber habe es wirklich gern benutzt. Ich mache das hier gerade auf. Und zwar, wir bekommen hier so ein Ladekabel-Anleitung bekommen wir auch. Hier haben wir verschiedene Aufsätze. Ich muss mir das natürlich alles in Ruhe anschauen. Ich glaube, das ist dann so, dass man hier Wasser einfüllt und dann das Wasser dann irgendwie auch die Poren reinigt. Bin super gespannt, das auszutesten. Ihr werdet euch dann definitiv auch, könnt ihr, wenn ihr natürlich schon das gekauft habt und Feedback habt, lasst mich das auf jeden Fall wissen. Bin super, super gespannt darauf. Aber ich fand, eigentlich ist das super praktisch, ein günstigeres so Beauty-Tool zu kaufen, was so ein bisschen die Haut und das alles reinigt. Und habe mir gedacht, why not? Das ist doch gut. Das nächste Tool, was ich gekauft habe, ist so ein Haarlock-Dings. Und das habe ich mir gedacht, den von... Wow! Oje, das sind jetzt ganz viele Spangen und sonstige Sachen gerade rausgeflogen. Werde ich dann später einsammeln. Und da sollen wir bekommen auch hier wieder ein Ladekabel, Anleitung auf. Ups, hier fliegen mir alle Sachen entgegen. Und es kommt so in einem schönen so Samt-Täschlein. Und dann gucken wir mal, wie der aussieht. Genau, ich habe den rosanen genommen. Und dann saugt der, so sah es zumindest auf den Fotos aus, saugt der eben die Haare und macht dann schöne Löckchen. Und das klingt ja unglaublich vielversprechend. Kann man den schon anschalten? Der hat wahrscheinlich jetzt kein... Oh doch, der hat Akku. Okay, Leute, probieren wir das gleich aus. Okay. Und wie weiß ich jetzt... Okay, ich glaube, ich muss... Ah, left, right.
Okay, ich verstehe es nicht ganz. Okay, ich glaube, das muss ich mir noch in Ruhe anschauen. Hier haben wir auf jeden Fall die Buttons und hier haben wir dann auch so ein kleines Display. Was? Ah. Okay, ich probiere das jetzt trotzdem. Wie funktioniert das? Irgendwie. Okay, ich check das noch gar nicht. Das tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich drehe das jetzt hier wieder ab. Okay, abdrehen ging gut. Ich muss mir das in Ruhe anschauen. Ich habe mir nur gedacht, es klingt, es sah einfach aus. Ich bin überhaupt kein Fan. Ich tue meine Haare gerne färben und schneiden und sonstige Dinge, aber sie wirklich stylen. Ja, da bin ich nicht so der Fan davon. Das überlasse ich dann oft den anderen und nicht mir. Aber deshalb würde ich das gerne ausprobieren. Vielleicht ist das ja super easy cheesy und dann macht das vielleicht sogar Spaß, sich die Haare zu stylen. Was weiß ich. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir das nächste Produkt. Als nächstes, ich konnte nicht widerstehen, habe ich mir ein paar Schuhe gekauft. Ich muss sagen, ich habe mir die in echt ein bisschen anders vorgestellt, glaube ich. Sie sind sehr, sehr klassisch, würde ich jetzt mal sagen. Also meine Oma könnte die definitiv auch noch tragen. Sagen wir es mal so. Deshalb, aber ich finde sie nicht schlecht. Ich glaube, ich würde sie halt kombinieren mit so mit Jeans und auf cool ein bisschen fetziger, damit sie dann eben nicht so klassisch 50er Jahre auch schon. Aber die habe ich mir, ich habe mir, ja, halt Schuhe, ihr wisst, ich habe jetzt, glaube ich, fast nur noch die Schuhe in meiner Garderobe. Aber ja, finde ich auch. Fand ich irgendwie cute, die wollte ich irgendwie. Sie haben die mich angelächelt und die sind dann irgendwie mitgekommen. Fragt mich nicht, wie das passiert ist. So, dann gucken wir, was wir hier noch haben. Ja, das ist natürlich der Oberhammer, was ich hier gekauft habe. Und zwar habe ich einen ganz tollen Sonnenhut gekauft. Ich packe ihn jetzt mal aus. Okay, ich habe jetzt leider einen Pferdeschwanz und deshalb sieht das jetzt nicht so toll aus. Aber ich finde, mit dem Kleid passt das doch wunderbar. Wir haben hier einen ganz tollen Sonnenhut mit so diesen, mit dem Gürtelelement und diesem R da vorne. Ist doch wunderschön, oder? Was sagt ihr? Werdet ihr nicht auch inspiriert, wenn ihr mich hier in diesem tollen Sonnenhut seht, auch einen Sonnenhut zu kaufen? Plus, ich muss euch sagen, das ist ein kleiner Insider hier. Ups, jetzt habe ich mir die Haare aber total zerstört. Egal. Und zwar, ich bekomme extremst leicht einen Sonnenstich und dann geht es mir ziemlich, ziemlich schlecht. Und ich habe bemerkt, seitdem ich schwarze Haare habe, ist die Sonne noch aggressiver auf meinem Kopf. Und deshalb muss ich wirklich, wenn ich lang draußen bin, brauche ich definitiv einen Sonnenhut. Sonst geht es mir gar nicht gut danach. Deshalb machen wir jetzt aber dann mit dem nächsten Produkt weiter. So, das ist jetzt das letzte in der Kategorie, sage ich jetzt einmal, Linea Privat. Weil dann habe ich nämlich drei Sachen bestellt, die eben nicht privat sind, sondern für das Stück sind. Da kann ich gleich ein bisschen Werbung machen für die, die in Österreich leben. Ich und mein Freund machen ein Stück und da spiele ich eine französische Soldatin. Und da habe ich ein paar Kostüme mir auf Temu gekauft und die werde ich euch mal zeigen. Ob ich die jetzt wirklich verwenden werde, das steht noch in den Sternen. Aber ich habe mir gedacht, ich kaufe sie mal und schaue sie mir an und schaue mal, was die Regie meint. So, aber hier haben wir, die habe ich mir noch gekauft, die fand ich doch total süß. Und zwar sind das so süße kleine Hausschuhe mit Kirschen obendrauf. Ich fand die so süß. Also ich muss sagen, und die sind super flauschig, super flauschig, super süß. Und ja, die werde ich definitiv viel tragen. Ich liebe Hausschuhe. Also Hausschuhe liebe ich. Ja. Das ist eine große Liebe von mir. Gemischt mit hohen Schuhen. Eine sehr interessante Kombination. Aber ich finde die voll, voll cute. Voll, voll süß. So, weil ich euch ja schon erzählt habe von dem Stück, würde ich sagen, beginnen wir mal. Das erste, was ich hier gekauft habe, jetzt muss ich das hier holen, ist dieses Kleid. Das hat auch einen Gürtel, den ich gerade hier, der jetzt gerade verschollen ist. Okay. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Den habe ich jetzt. Aber der hat auch dieses, also dieses Kleid hat auch einen Gürtel. Ihr seht, das ist so 40er,
50er-mäßig, dieses Kleid und grün und eben mit diesen beigen Elementen. Fand ich nicht schlecht. Müssen wir gucken. Wie gesagt, ich sage euch nicht, dass ich es anhabe. Ich sage nur, ich habe es einmal gekauft. Und dann habe ich auch, weil es sehr militärmäßig ist, habe ich auch solche, finde ich jetzt ein bisschen so Militärboots, habe ich halt gekauft. In eben so schwarz mit so langen Dingern. Fand ich jetzt auch. Das ist nicht, ehrlich gesagt, was ich privat anziehen würde, weil das mir ein bisschen zu hart ist. Also ich mag es zwar cool und so, aber so hart mag ich es dann doch nicht. Und dann haben wir hier den Mantel, den ich echt nicht schlecht finde. Und zwar seht ihr das hier? Der ist doch nicht schlecht. Und er hat eben so ein bisschen dieses rüschige, also rüschige Ärmel so. Und ist eben wirklich ein Mantel, ein langer Mantel. Und hat dann eben auch hier die Elemente. Und ich muss sagen, ich fand den echt nicht schlecht. Und der könnte es wirklich, also ich glaube, der hat hohe Chancen, dass ich den vielleicht trage, aber wir werden sehen. Ja, das wollte ich euch eigentlich zeigen. Ja, das heißt, ich bin super, super freue ich mich auf diese elektronischen Geräte. Vielleicht kann ich euch auch sogar in diesem Video ein Update, oder beziehungsweise ich schreibe euch ein Update. Irgendein Update bekommt ihr auf jeden Fall. Da bin ich nämlich total gespannt. Ich freue mich vor allem, muss ich ehrlich sagen, das weiß ich, das werde ich schneller verwenden wie das Haarteil, ist dieses fürs Gesicht. Das finde ich, sieht sehr cool aus und es ist immer wichtig, seine Haut schön zu pflegen, damit dann das Make-up perfekt sitzt. Genau, und ja, also ich finde, es waren keine Flops dabei. War nur Hits dabei. Also die technischen Geräte muss ich natürlich noch testen. Da kann ich jetzt schwer sagen, ob das Hits oder Flops sind, weil ohne Testen kann ich es euch nicht sagen. Aber grundsätzlich, die Produkte waren so, wie ich es mir vorgestellt habe, sind sie angekommen. Also ich kann mich nicht beschweren. Das sind übrigens auch ganz tolle Temu-Ohrringe, die ich heute drin habe. Also, ich würde jetzt aber sagen, meine Lieben, das war ein super kurzes, knackiges Video. Ich hoffe, ihr mögt auch die etwas kürzeren Videos. Mir macht es natürlich immer Spaß, euch Content zu drehen und mit euch ein bisschen zu quatschen. Und ich würde aber sagen, ich beende jetzt das Video, weil ich habe jetzt keine Sachen mehr und ich hoffe, euch geht's wunderbar, wie gesagt. Ihr habt noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer ihr tut. Und ich sage jetzt vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo habt ihr ein weiteres Video von mir, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Da würde ich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch zu sehen. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram DM, da bin ich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!